Vielleicht habt ihr bei euren Autos auch solche tollen Chrome-Applikationen, vor allem bei VAG, Mercedes, BMW etc. ist es ja der Fall. Und da würde ich jetzt mal hier nah rangehen. Da kennt man das ja, dass dann irgendwelche eingetrockneten Kalkflecken und so weiter drauf sind. Da deute ich mal kurz hin. Da ist es. Das sieht man sehr gut. Hier sind auch noch Kalkflecken und so weiter. Und noch viel bösere Sachen sind da drinnen. Und normal wäre das jetzt der Fall, so wie es aussieht, dass man da eher dann schon mit einer Chrompolitur rangehen würde. Jetzt eher mit normalen Glasreiniger ist es sehr, sehr schwer. Selbst mit Spirituszusatz oder was anderem ist es auch sehr problematisch. Man könnte jetzt auch noch mit einer feinen Politur hingehen, das eventuell entfernen. Aber das ist natürlich auch wieder extrem abrasiv. Ich habe da jetzt für dich das Wundermittel, falls du auch, ich sage jetzt einfach mal Wundermittel, ist wirklich richtig geil, falls du auch dieses Problem bei deinen Chrome-Applikationen hast. Ich habe schon auf Aufnehmen gedrückt. Okay. Das ist nicht so ein Minagi-Aufkleber, ich krieg's gar nicht hin. Kannst du das abdecken? Das sieht man sonst, was da draufsteht. Du bist doch als nicht der Miyagi Nein, gekauft es passt worden. schon so. Und zwar handelt es sich hierbei um das Sekret der Nacktschnecke. Nein, Spaß. Nein, es hat nichts mit der Nacktschnecke zu tun. Die werden wir übrigens später retten. Wir mögen Tiere. Also die kommen dann, die nehme ich dann sogar mit den Handschuhen, die fasse ich nicht mit meinen bloßen Händen an, ganz zart mit den Handschuhen und setze die wieder in diese Wiese rein. Ja, so freundlich bin ich zu Tieren. Und zwar, das lacht mich, hier ist alles ernst auf dem Kanal. Das ist vollkommen ernst. Tierlieb. Ja, ich bin sehr tierlieb. Ich bin wirklich tierlieb. Also die Nacktschnecke, die retten wir wirklich und setzen die darüber. Vielleicht machen wir nochmal ein separates Video. Oder wir gucken, vielleicht können wir von der Nacktschnecke was lernen. Vielleicht wie es abperlt oder ich weiß Wir nicht, nein, Spaß. bereiten die Nacktschnecke einfach auf. Und zwar war ich stehen geblieben, genau. Das Wundermittel und zwar von Koch Chemie FSE, Finish Spray. Es ist wirklich ultra geil. Und das hilft bei Dingen, wo du denkst, du musst da polieren oder wirklich abrasiv rangehen oder mit was auch immer. Es ist ultra krass. Also ich habe jetzt hier die eine Hälfte, die linke Seite, die ist sozusagen noch verwittert, noch alt mit Kalkflecken. Die rechte Seite habe ich bearbeitet. Das will ich dir mal ganz kurz zeigen. Nacktschnecke bleibt da, dich müssen wir noch einfangen. So, Moment. Ah. So. Das ist jetzt hier die alte Variante quasi, die ich vorhin schon mal kurz gezeigt hatte mit den Kalkflecken etc. Also wirklich richtig böse Sachen dran. Kannst du kurz die Lampe holen von der Halle? Das wäre mega nice. Dann würden wir das dann noch mal besser sehen. Und so sieht die bearbeitete Seite aus. Also das, ich denke, selbst ein Blinder würde jetzt hier den Unterschied erkennen. Das ist wirklich richtig krass. Und es wurde jetzt hier nicht irgendwie geschliffen oder was auch immer. Das war jetzt einfach nur hier das Wundermittel zu dem Lämpchen, das ich hier habe. Das sagt, boah, krass, schaut mal her. Boah, ist es geil. Ist es geil, du siehst jeden Scheiß drauf. Die Lampe ist der Ficker unter den Kfz-Aufbereitern. Oh ja. Soll ich mal meine holen? Oh ja. Oh, schau mal her, was du da siehst, ey. Das ist krass. Und jetzt gehe ich darüber. Das ist echt krass. Schaut euch jetzt wirklich ohne Scheiß. Das ist nicht nur für YouTube. Guck dir das an. Ja, ich sehe meine Steinschläge geil. Ja, du siehst die Steinschläge, du siehst alles und du siehst den Schmutz, wie er von oben nach unten reflektiert. Also das jetzt hier, was da jetzt so komisch aussieht, das ist jetzt nicht diese Chromleiste, sondern das ist der Schmutz von da hinten. Also Der, meine der, Waschkünste. ja genau, der, der da runter spiegelt, ja. Also die Chromleisten, die wir da gemacht hatten, das da hinten ist auch alles im Endeffekt schmutzig. Also das spiegelt hier, die Leisten, die sind alle Taco. Nicht jetzt irritieren lassen. Das, was ihr da irgendwie seht, das sind wirklich Spiegelungen von Schmutz. Und jetzt gehe ich hier nochmal rüber auf die andere Seite. Ey, die Lampe, die ist krass. Die ist echt, boah, die ist mega krass. Die muss ich euch in einem anderen Video noch vorstellen. Das ist wirklich heftig. Boah, es ist krass. Es ist krass. Was macht die. Siehst du mal die Oh, Schleimspuren? das Da ist die Nacktschnecke. kommt die Schleimspuren. Ja. Das ist der eigene Da. Burnout der Schnecke. Ja, Ja, Mann. ich bin ein Burnout-Mini. So. Das ist echt der Hammer. Und jetzt will ich dir zeigen, wie schnell ich das entfernen kann. Kameramann.
Achtung, da ist die Nacktschnecke. Okay. Ich gebe dir noch mal die Lampe mit, damit kannst du mir in die Ohren leuchten. Nein, Spaß. Sind die sauber? Wollen wir das sehen? Ja, ne? Ja, die sind. Achtung, Achtung, da ist die Nacktschnecke. Wir dürfen ihr nichts tun. Ich mache jetzt hier einfach mal die obere Leiste. Ich sprühe jetzt hier einfach mal mit diesem, wirklich ohne Scheiß, das ist voll der heftige Shit. Ich habe das die Woche, die ganze Zeit getestet. Das ist absolut krank. Ich gehe jetzt da einfach nur ein bisschen rüber. Rubbel mir hier ein bisschen einen ab. Oh ja, warte. Ich glaube, es ist fertig. Oh ja, so. Ich mache das jetzt hier mit einer trockenen Seite nochmal. Halbwegs trocknen. Oh, ich sollte mal das Tuch hier tauschen. Ne? Das ist schon komplett eingenässt, wie die Olga hier, ey. Boah, wenn die das sehen würde, die wäre neidisch aufs Tuch, ey. So. Oh ja, oh ja. So, jetzt haben wir hier dieses Stückchen hier freigerubbelt. Und jetzt auch wenn du Autos hol oder was auch immer nimmst, du brauchst viel länger damit und du kratzt halt echt ewig rum. Und bei ganz vielen Chromsachen, vor allem bei neueren Autos, brauchst du das noch gar nicht. Ich würde mal einmal kurz übernehmen. Gib mir nochmal das Lämpchen. Achtung, das ist die Nacktschnecke. Wir nennen die Nacktschnecke jetzt einfach Olga. Da ist die Olga. Die Olga ist feucht. So, und jetzt schau das mal an. Das ist der Hammer. Das, was man jetzt noch sieht, ist im Endeffekt einfach nur, das sind die Steinschläge. Jetzt gehe ich da rüber auf die. Oh, das ist krass. Schau mal her. Da. Wir nennen das Auto jetzt den Two-Face. Dafür, dass ich das noch nie hinbekommen habe. Das ist schon krass. Das ist echt heavy. Das ist echt krass, ne? Wo habt ihr das zweite Mikro? Ah, okay, cool. Ich wollte es zu Olga legen. Oh ja. Ey, aber jetzt schau dir das mal an und mit dieser fucking Lampe siehst du alles. Das ist doch krass. Das ist echt krass. Fast wie ein Spiegel langsam. Ja, ne? Das ist echt heftig, das ist schon hypnotisch. Boah, wenn du das Video jetzt irgendwie um 1 Uhr nachts siehst. Oh. Uiuiuiui. So. Ja, ne? So, ich hoffe, du hast wieder was gelernt. Auf jeden Fall alles ernst nehmen, was auf dem Kanal ist. Das ist ganz wichtig. Jetzt wirklich Spaß beiseite. Das Zeug ist wirklich gut. Also Koch Chemie, FSE, Finish Spray. Heißt also Finish Spray Exterior. Also ist sozusagen für den Außenbereich optimiert. Kann man mit Sicherheit bei einigen Innensachen auch mit verwenden. Das Ergebnis, ich muss es jetzt einfach nochmal zeigen, das ist der Hammer, das flasht mich selbst. Ich verarsche dich nicht, das ist wirklich richtig krass. Das ist echt. Er hat nicht so Unrecht so mit seinen 20 Euro. Ja, ne? Aber 100 Milliliter weniger. Ja, das ist wirklich richtig krass, ne? Und mit anderen Sachen hättest du da ewig rumgeruppelt, wäre mal wieder abrasiv vorgegangen oder viel, viel zu heftig einfach drauf und das funktioniert richtig geil. Und die Kalkflecken waren jetzt hier schon ziemlich lang drauf. Ich glaube 3 Jahre, ne, hast du jetzt das Auto. 3 Jahre, ja. Hast du in den drei Jahren die Leisten hier einmal gepflegt? Nicht einmal. Also ihr habt es gehört, sozusagen der Kalk von 3 Jahren hier einmal drüber geruppelt und weg ist es. Richtig krass. Ah ja, ich wollte noch die Schnecke jetzt dann. Da ist er. Das ist unser kleiner Freund. Das ist das Kanalmaskottchen. Also ich probiere das jetzt hier so vorsichtig wie möglich zu machen. Einfach so ein bisschen so. Das ist. Moment. Ich mach's anders. Setz aufs Auto und polier sie weg. Mit dem neuen Polierpad. Das machen wir natürlich nicht. Das ist eine Versiegelung. So. Es fühlt sich echt komisch an. Deswegen. Gibt es noch eine? Wo ist noch eine? Das sind überall welche recht. Wo? Da. Wo ist da? Mach doch die Lampe an. Da ist noch mal eine. Da sind noch mehr. Wir retten nur die 2 jetzt. Echt? Nee, aber es sind nur 2, oder? Warum oder? Ausgerechnet die 2? Oder ist das ein Kackhaufen oder ist das eine Schnecke? Wahrscheinlich beides. Links ist noch eine. Ja, oder? Ach du Scheiße. Oder ist das eine? Aber die sieht schon halb tot aus. Ja, die ist schon. Die ist schon gestorben.
Ja, die ist schon hart. Die hat sich selbst versiegelt. So, Moment. Komm, Schnecke, ich rette dich. Das ist so eklig. Ich weiß nicht, warum man eine Schnecke retten will. Vor allem so des Films. Das ist wahrscheinlich Schnecken-TV oder so. Ich will das rausschneiden. Nein, das ist der Anfang vom Video. Gib, vor allem, die kannst du voll schlecht aufheben. Gib mir mal so einen Pappdeckel. Wir müssen jetzt die Schnecke hier retten. Die muss in die Wiese, in die Freiheit. So, warte. Ja. Die denkt sich wahrscheinlich jetzt auch, was will der Kerl von mir? Das ist die Geheimzutat. Für was? Für die Mitte. Ja. Okay. So, Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Da ist Nummer 2. Da ist doch schon jemand draufgetreten, oder? Es gibt keine Beweise. Findet ihr, die sieht doch ganz aus? Die gehört so. Ich will doch hier nur ein Detailing-Video machen. Schneckenchaos 2. Komm, da hinten ist auch noch eine. Nein! Nein! Auf in die Freiheit! Die sind jetzt hundertprozentig tot vom Aufprall auf dem Platz. Das ist tot. Nein! Das hat sogar er gehört. Er hat's versucht, aber. Also ich habe mein Bestes probiert. Ich glaube, die Schnecken, die sind in Sicherheit. Die leben alle noch. Ja, die feiern gerade die Party. Hörst du die Musik? Das war nur die Stuntschnecke. Die hat sich halt daran festgekrallt. Kann man festkrallen sagen bei einer Schnecke? Ich weiß es nicht. Sie hat im Leben gekämpft. Ciao, ciao, Kakao, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.